In diesem Video geht es um zwei ganz unscheinbare Wörter, in denen aber eine enorme Power steckt. Wir werden uns anschauen, wie du diese beiden Wörter so einsetzen kannst, dass du die größte Gefahr beim Ex-Zurückgewinnen vermeidest und auch, wie du zwischen dir und dem Ex wieder eine Verbindung herstellen kannst. Und das Coole ist, das, was du in diesem Video lernst, kannst du nicht nur beim Ex anwenden, sondern genauso beim Chef, bei Kollegen, bei Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern und eigentlich generell, wenn du merkst, dass die Kommunikation nicht so wirklich smooth verläuft. Sowas sollte man ja nach meinem Dafürhalten auch in der Schule lernen, aber da beschäftigt man sich lieber mit der 5000. Kurvendiskussion. Aber egal, das ist ein anderes Thema, starten wir am besten gleich los mit einer kleinen Geschichte. Und zwar ist ein Vater mit seinen zwei Kindern in der U-Bahn gefahren und die Kinder, die waren relativ aufgebracht und sind da in der U-Bahn herumgesprungen und herumgelaufen. Und neben dem Mann hat dann eine alte Frau Platz genommen und der ist es mit der Zeit dann sichtlich zu bunt geworden mit diesen beiden Quälgeistern da von Kindern. Und die Frau hat sich dann voll aufgeregt und hat gesagt, was soll das, können die Kinder nicht ruhig sein, das ist eine öffentliche U-Bahn, wenn da jeder so schreien würde, das geht ja nicht. Und der Mann hat die Frau dann angeschaut und hat geantwortet, ja, wissen Sie, es tut mir sehr leid, aber die Mutter der Kinder ist gerade gestorben und das ist so ein bisschen der Weg, wie die Kinder mit dem Verlust fertig werden können. Und da hat man dann gesehen, dass der Frau ganz anders geworden ist und dass sie gesagt hat, oh nein, ja klar, na sicher sollen die Kinder laut sein, wenn es denen hilft, überhaupt kein Problem. Und die Geschichte, die erzähle ich da jetzt nicht, um dich zu schockieren, sondern um eine Sache zu verdeutlichen. Ab dem Zeitpunkt, wo die Frau nachvollziehen konnte, warum die Kinder laut sind, war es plötzlich überhaupt kein Problem mehr für sie. Das heißt, Begründungen helfen also, Situationen einzuschätzen und besser zu verstehen. Wenn man also das Warum kennt, dann hilft uns das auch, das Gegenüber und die Situation des Gegenübers besser einschätzen zu können und zu verstehen. Jetzt ist es aber so, dass die wenigsten nach diesem Warum fragen. Die denken es sich nämlich nur. Und genau daraus resultieren dann sehr oft Missverständnisse. Und das ist ganz, ganz zentral, gerade wenn du deinen oder deine Ex zurück möchtest. Weil da oft sehr viele Missverständnisse hochkommen, weil eben keiner das Warum sagt, jeder nur vermutet und interpretiert. Und dann ist es zum Beispiel so, dass irgendwer nicht zurückschreibt und man selbst ist felsenfest davon überzeugt, das ist, weil ich ihm oder ihr egal bin, das ist, weil da irgendwer neuer ist. Und da lebt man dann in dieser konstruierten Realität und kommt Tage später irgendwie drauf, na, der Ex schreibt nicht zurück, weil er sein Handy verloren hat oder weil er gerade so viel Liebeskummer hat und es selbst nicht gepackt hat zu antworten. Oder auch folgende recht illustrative Geschichte, die bei uns so im Coaching passiert ist. Und zwar hat da eine Klientin gesehen, dass der Ex den Standort öffentlich geteilt hat und dass er im Einkaufszentrum war. Und die Klientin war fix davon überzeugt, er muss da mit einem neuen Schmuck kaufen sein, denn der Ex, der hat dieses Einkaufszentrum irgendwie gehasst und würde nie freiwillig hingehen. Warum würde er also jetzt dann plötzlich dort sein, oder? Und dann gab es bei der Klientin natürlich großes Leid und großes Drama. Und zwei Wochen später ist sie draufgekommen, dass er mit seiner Mutter dort Bettwäsche kaufen war, weil er das allein eben nicht hinbekommen hat. Also da hat sie natürlich schon recht gehabt, dass er nicht ins Einkaufszentrum gehen will, aber er war halt aus einem ganz anderen Grund dort. Wie ist die Klientin da eben draufgekommen? Sie hat zufällig die Mutter vom Ex getroffen und die hat ihr das nämlich dann erzählt. Und das sieht man auch da wieder, das Weil, eben wenn das eine neue Freundin wäre, das macht Kummer und Schmerz, aber beim Weil, eben weil er dort ist, um Bettwäsche zu suchen, dann tut ihr der Ex plötzlich leid und es ist völlig okay. Machen wir mal ein kleines Zwischenfazit, warum jetzt also Begründungen so wichtig und so mächtig sind. Begründungen, also wenn wir das Weil kennen, die helfen uns, das Gegenüber zu verstehen. Und damit sind wir auch schon bei der so simplen und genauso wirkungsvollen Schreibtechnik, nämlich liefere, wenn es passt, auch immer eine Begründung mit. Aber weil wir kommunikativ oft ein bisschen nockerbatteln sind, fragt man nicht nach, man bleibt an der Oberfläche und vermutet nur. Also wir Menschen sind nun mal sehr neugierige Wesen, oder? Wir wollen wissen, warum wer was wie empfindet und denkt. Und so kann man Gespräche auch ein bisschen anschieben und, wenn du es magst, breiter machen. Also zum Beispiel schreib eher, ich finde das Wetter heute cool, weil ich Radfahren gehe und mir das super viel Spaß macht. Das nimmt die Frage vom Gegenüber gleich vorweg, warum das irgendwie das Wetter cool ist oder so.
Aber solche Fragen stellen die wenigsten, weswegen die meisten Gespräche sehr an einer Oberfläche bleiben. Leider ist es in unserer Gesellschaft zum Teil auch so, dass es ein bisschen verpönt ist, dieses Weil mitzuliefern, weil man das irgendwie als Zeichen von Schwäche empfindet, weil man es als Schwäche empfindet, mehr von sich preiszugeben. Das zeigt sich auch schön, wenn man ein bisschen auf die deutsche Sprache achtet, weil im Deutschen, da tut man Gefühle ja zugeben, oder? Wie wenn man sich selbst dafür rechtfertigen müsste. Zugeben ist sehr negativ konnotiert und das wirkt so, als hätte man ja ein bisschen irgendwas angestellt, oder? Als dürfte das irgendwie nicht sein. Und da versucht man dann also lieber ein bisschen unnahbar zu sein oder beschäftigt zu wirken. Ganz im Sinne unserer Leistungsgesellschaft. Und das deckt sich auch mit unserer Erfahrung im Coaching. Da hören wir oft von Klienten, naja, wir waren 10 Jahre zusammen, aber wir haben eigentlich nie wirklich miteinander geredet. Allein indem man öfters mal ein Weil mitliefert, könnte man da schon einen riesengroßen Schritt aufeinander zugehen. Und das geht natürlich auch in die umgekehrte Richtung. Wenn der Ex kein Weil mitliefert, dann frag einfach nach mit einem simplen Warum. Und da kann man dann die Gespräche gleich ein bisschen tiefer und intensiver werden lassen. Wie aber überall gilt, tu das nicht übertreiben. Also wenn du mit einem Weil begründest, dann mach das nicht in jeder Nachricht oder in jedem Satz. Das ist so ein bisschen wie mit dem Salz, oder? Wenn man da ein bisschen was ins jeweilige Gericht streut, dann schmeckt es super gut. Aber wenn man da zu viel davon reinkippt, dann mag man das Gericht wahrscheinlich schnell nimmer essen. Also hin und wieder reingestreut ist so ein Weil extrem wirkungsvoll. Und genauso, wenn du mit dem Warum nachfragst, natürlich nicht ständig machen, weil das verkommt dann schnell zu seinem Interview-Style. Und da verscheucht man dann jeden Gesprächspartner damit. Oder der Ex kippt dann in sowas rein und sagt, du, dir gegenüber brauche ich mir da nicht irgendwie rechtfertigen. Also frei nach dem Motto, die richtige Menge macht den guten Geschmack. Dieses Weil kann man dann auch noch ein wenig weiterführen, wie wir es mit Klienten im Coaching dann immer üben, indem man nämlich ein sogenanntes doppeltes Weil draus macht, indem man ein zweites Weil, in diesem zweiten Weil einen zusätzlichen Wert dranhängt, den man zum Beispiel bei den Trennungsgründen im Rahmen der Wertekette herausgefunden hat. Das aber da nur als kleiner Exkurs. Also, wenn du was von dir preisgibst, dann gern mal ab und zu ein Weil dranhängen. Oder wenn der Ex oder das Gegenüber keine Weils sagt, dann gern auch mal mit einem Warum nachfragen. Warum es gerade so ist, warum das Gegenüber das gerade so empfindet. Aber das Ganze mit Maß und Ziel, weil wir wollen ja zum Beispiel den Ex nicht ständig löchern mit irgendwelchen Warums. Das ist übrigens auch der Grund, warum unsere Liebesfragen so gut funktionieren, beziehungsweise warum das auch in der Studie von Arthur Aaron dazu geführt hat, dass man sich mit diesen Fragen quasi ineinander verlieben kann. Weil man ja was von sich preisgibt. Da liefert man das Weil einfach nebenbei schon mit, ohne dass explizit danach gefragt wird. Und das hat natürlich eine enorme verbindende Kraft. Mehr dazu, also mehr zu dieser Studie und auch wie wir bei Szenario 2 das für Ex zurück adaptiert haben, das erkläre ich dir in dem Video da neben mir. Und für die ganz Ungeduldigen, die jetzt gleich die Liebesfragen auschecken wollen, gibt's unter mir einen Link. Da kannst du draufklicken und dir die Liebesfragen kostenlos als Report sichern. Das war's hier von mir. Tschüss, Baba und bis dann.